Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet. Wir machen heute nämlich mal eine kleine Roomtour. Wir sind nämlich momentan im, wenn man das Urlaub nennt, wir sind im Urlaub, sagen wir einfach so wie es ist. Es ist ja nicht so, ist anders auf jeden Fall. Wir machen eine kleine Roomtour. Ich will euch mal unsere Pension zeigen, wie das so aussieht. Es wird auch noch ein paar Videos geben aus Erfurt mit Pokémon Go, mit Ramses Kitchen, mit allem Möglichen. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie es hier so aussieht. Ne? Hier habt ihr also die Dusche, wie man unschwer erkennen kann. Da komme ich gerade her, da habe ich auch nichts an. Bruder, hier habt ihr Handtücher, ne? Habt ihr auch Handtücher? Schreibt es mal in die Kommentare. Da sind noch mehr. Da ist so eine kleine Lampe. Da habe ich eben die Kamera draufgestellt gehabt. Hier habt ihr den Spiegel. Das ist gefährlich jetzt eben. Da hätte sonst was sein können. Dann habt ihr hier alles mögliche. Föhn war schon da. Ich sollte extra unbedingt einen Föhn mitnehmen. Jetzt haben wir schon einen da. Waschbecken am Start. Hier eine Toilette. Da habe ich mein Beutelchen hingestellt. Da habt ihr noch ein bisschen Klopapier, Mülleimer. Ihr habt da ein Fenster, da kann keiner reingucken. Wenn ihr oben guckt, kann man reingucken. Unten kann man nicht reingucken, aber oben kann man reingucken. Vorhänge sind da. Guckt euch mal diesen modrigen Vorgarten an. Dazu kommen wir aber später noch. Ne? Wir gehen jetzt mal hier raus in das nächste Zimmer. So, dann geht es weiter natürlich hier. Jetzt ist alles unscharf. Oh mein Gott. Hier haben wir also nochmal die Terrasse, wenn wir es so nennen wollen. Da könnt ihr euch natürlich raussetzen, im Sommer wie im Winter. Alles richtig dope. Zwei dicke, große Vorhänge. Hier haben wir ein bisschen was Süßes, wenn ihr was zu naschen braucht. Da der Bratwurst Thüringen, Pullover, Weltkulturerbe, Fernseher ist am Start, Regal ist am Start, alles. Hier eine Lorenz Snack World Tasche. Mit dem Föhn, den ich extra mitbringen sollte. Noch ein T-Shirt, ein paar Schränke, wo ihr da was reinstellen könnt oder auch nicht. Sieht ziemlich mau aus. Hier habt ihr dann das Bett auf jeden Fall. Da könnt ihr drin schlafen. Rucksack ist am Start. Hier habt ihr Schuhe, Verkabelung, alles Mögliche, alles mitgenommen. Das Go Plus ist am Start. Die Powerbank von Anker. Nachttischlämpchen, hier die Handyarmee, das seht ihr schon, das IKEA-Tablet. Da liegen zwei Handys, da liegen drei Handys noch drauf. Braucht ihr auf jeden Fall. Das Bett ist übrigens ultra weich. Ich hatte solche Rückenschmerzen die Nacht. Wusste nie, wie ich mich hinlegen soll. Dann hier drüben konnte man aufklappen, so ein kleines Tischchen. Da habe ich dann meinen Laptop draufgestellt, da werde ich jetzt die Tage immer die Videos schneiden. Hier das Wichtigste, ein kleines Tütchen, da sind die wichtigsten Utensilien drin. Hier könnt ihr schneiden und bearbeiten, dafür kann man sich ja hier einfach so einen Stuhl nehmen, wo die Tasche drauf liegt oder der Rest. Dann hier haben wir noch was zu trinken, Nachttischschränkchen, ein paar Würstchen für die Nacht, ne? Wer kennt das nicht? Ihr wacht nachts auf und habt Bock auf eine Wurst. Hier Babyöl natürlich, wie würde mein Onkel jetzt sagen, damit du die deiner Freundin einen schmieren kannst. Ja, das sind natürlich Sachen, die gehören zum Leben dazu. Genauso wie das ein paar Energy Drinks, wenn man es so nennen will. Eigentlich ist das ja nur Cola, beziehungsweise hier so Grape Soda. Da muss ich noch eine Folge Ramses Kitchen drehen, weil sie kein 5-0er Bier haben, musste ich mir eine Dose Kronbacher mitnehmen. Hier noch was ganz Besonderes. Wir waren gestern nämlich essen beim Schnitzler und Pupsi hat ihre Portion nicht geschafft. Die hatte hier so eine, die hatte eine feurige Schnitzelpfanne und die sah richtig genial aus. Da waren Tortilla-Chips mit drin, da waren Peperonis, da waren alles Mögliche auf jeden Fall. Alles richtig heftig und das ultra scharf. Ich hatte gestern schon Tränen in die Augen. Da haben wir den Rest mitgenommen. Das wird wahrscheinlich dann mein Frühstück sein, was ich heute esse. Dann geht es aber weiter. Wir gehen natürlich auch nach draußen, zeigen euch mal, wie das Ganze so aussieht. Gehen also weiter in den Flur.
So, jetzt sind wir im Flur angelangt. Hier seht ihr noch verschiedene Zimmer. Da ist zum Beispiel die Nummer 4. Wir sind in der Nummer 5. Hier habt ihr nochmal den Spiegel, einen Schrank. Hier könnt ihr durch den Flur gehen. Da ist die Nummer 3. Hier haben wir die Küche. Da wollen wir auch mal kurz reingucken. In der Küche ist es alles natürlich ein bisschen enger, wie ihr seht. Da dreht ihr euch rum. Ihr habt ja eine Mikrowelle, ihr habt ja Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, eine kleine Spüle, eine kleine Herdplatte, Kühlschrank, alles Mögliche. Also, da könnt ihr eigentlich alles machen. Ist eine Gemeinschaftsküche. Hier sind halt mehrere Wohnungen, also mehrere Zimmer zusammen. Hier könnt ihr euch abends kurz einen kleinen Snack warm machen oder irgendwas. Ist ein bisschen klein, ist egal, erfüllt seinen Zweck. Wir gehen also gleich mal wieder raus und gehen mal außer Haus. So, zurück im Flur. Wir machen eine kleine Schwenkfahrt zur Außentür. Da gehen wir auch noch mal durch. Da seht ihr noch ein Schild zu den Gästezimmern 1 bis 7. Hier sind doch Briefkästen. Hier geht es nämlich eine Treppe hoch. Da oben sind, glaube ich, noch normale Wohnungen. Alles dabei. Hui. Da geht es also hinten raus zur Terrasse, zum Garten sozusagen. Hier haben wir auch schon die Wohnungstür. Da gehen wir auch mal raus. Da brauchen wir den Pfad aber nicht. Dann können wir einfach so mal rauslaufen. Zack. Tür zugemacht. Mülleimer vorm Haus. Sieht richtig brutal aus auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier rauslaufen, sind wir eigentlich schon mitten in Erfurt auf der Straße. So, hier habt ihr noch eine Treppe, könnt ihr runtergehen auf die Kreuzung, könnt ihr hier überfahren lassen. Wir stehen also jetzt hier draußen, das war's also. Einfach eine kleine Rundfahrt, eine kleine Rundführung, das Wetter passt. Vorhin habe ich gedacht, heute ist es ja wieder mal richtig eklig, saukalt und der Wind geht. Jetzt scheint mittlerweile die Sonne. Also ich bin gespannt, ich gehe dann erstmal ein bisschen in die Stadt. Werde mal gucken, ob ich noch ein paar Sachen finde, was ich probieren kann an Essen. Irgendwie Döner, Schnitzel. Burger. Die Frisur sieht immer noch komisch aus. Ich glaube, ich hätte die einfach so gammelig lassen sollen, wie sie vorher war. Dann werde ich noch ein bisschen Pokémon zocken. Mal gucken, ob ich irgendwo einen Raid finde. Irgendwo einen coolen Platz. Vielleicht am Dom oder so. Wohl Dom mache ich, glaube ich. Den mache ich jetzt. Das lade ich dann abends hoch. Den Dom mache ich davor. Das seht ihr das dann in der unterschiedlichen Reihenfolge. Boah, die Sonne. Ich laufe jetzt erstmal zurück. Mache mich nochmal fertig. Ich kann so nicht laufen, ich muss rückwärts laufen, das geht sonst anders nicht. Ich mache mich jetzt fertig, wir sehen uns dann später vielleicht und keine Ahnung. Habe ich ja sonst auch gemacht, im Daddeln oder so, ne? Das sah es aber anders aus. Wir melden uns auf jeden Fall noch ein bisschen aus Erfurt, machen noch ein paar Folgen in Erfurt, was so passiert, wie es da abgeht. Euch auf dem Laufenden halten, wen es interessiert. Ihr müsst es ja nicht gucken. Bratwurst Thüringen am Start auf jeden Fall. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.